Willkommen zurück. Jetzt geht's los zum dritten der Top 4. Es ist niemand anderes als Bruno, den wir aus Rot, Blau, Gelb, Feuerrot und Blattgrün kennen. Damals war er nur der zweite der Top 4. Aber in Gold, Silber, Kristall, Heart Gold und Soul Silver hat er sich hochgekämpft. Ich bin Bruno, einer von den Top 4. Ich glaube fest an das Potenzial meines Teams und trainiere Tag ein, Tag aus, bis ich kurz vor dem Unfall stehe. Denkst du etwa immer noch, du könntest einen Sieg gegen mich erringen? Haha, du scheinst mir deine Sache extrem sicher zu sein. Sehr schön, du bist ein würdiger Gegner für mich. Los geht's, du sollst meine grenzenlose Macht spüren, Zorro. Und Koga benutzt Kampf-Pokémon, aber auch ein Gestein-Pokémon. Und ja, er ist eigentlich ein einfacher Gegner. Man darf nur seine Pokémon nicht zum Angriff verleiten. Ansonsten macht sie ziemlich guten Schaden. Wenn man Fliegen jetzt Conquera nicht besiegen könnte, wäre ich down, weil Conquera würde mich K.O. machen. Zum Glück ist Cross hoch genug, um alle One zu hitten, bis auf womöglich Machomai, aber das sehe ich ja dann. Onix? Ja, für Onix habe ich natürlich meinen Hydra dabei. Vielleicht fragen sich einige von euch, warum Hydra am stärksten von allen meinen Pokémon ist. Das liegt womöglich am Champion, weil, naja, für den werde ich Hydra nonstop brauchen. Gerade sollte es eigentlich One-Hitten, was es zum Glück auch tut. Jetzt kommt Nachtschaden, für das ich wieder mal Cross raushole. Aber man muss bei Nachtschaden aufpassen, denn es kann die verschiedenen Elementarschläge, nenne ich sie mal, also Icy, Feuerschlag, Donnerschlag. Ich bin mir nicht sicher, ob es alle von denen kann oder nur einige. Jedenfalls muss man bei ihm aufpassen. Also Ice Heap kann es schon mal. Und Fliegen geht daneben, das ist nicht gut. Es kommt Donnerschlag. Zum Glück macht es nicht allzu viel Schaden. Also macht schon sehr viel Schaden, aber kein One-Hit. So, jetzt sollte ich ihn aber treffen. Ansonsten ist es nicht gut. So, und Nocturne ist auch K.O. Fehlen noch zwei Pokémon. Dann habe ich auch Bruno besiegt. Machomai. Ja, sein stärkstes Pokémon. Und es ist nervig. Und Level 48. Nein, Level 46. Entschuldigung. 46, nicht 48. Steinhagel. Und das trifft natürlich, wenn man fliegt. Das ist. X. Oh, X wird überlebt. Wow. Oh, danke, dass du überlebst, X-Bart, danke. Jetzt bitte, mach ihn One-Hit. Ah, oh, fast. Und das benutzt eine Zitrobeere. Und Kreuzhieb. Ja, auch wenn es zweimal nicht sehr effektiv ist, aber 3 HP macht es hundertprozentig weg. Und ja, X-Bart ist down. Dann nutze ich mal Neo. Denn jetzt kann er zum Glück auch eine Psycho-Attacke. Und zwar Psystrahl. Ja, ich habe einen Finsteraurer beigebracht. Und Konfusstrahl weggenommen, ja. Oh nein, es überlebt. Er ist überlebt. Dieses blöde Vieh überlebt. Mist, 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 Mist. Ladestrahl. Ah, Top-Genesung war so klar. Dann benutze ich jetzt Ladestrahl, um meine Spezialangriffskraft zu steigern. Also mir ist es egal, wie viel Schaden das macht, dann auch mit Spezialangriffskraft scheinen. Danke. Und zu Strahl. Sehr schön. Steinhagel mal wieder. Hang on, hang on. Häng dich rein, häng dich rein, häng dich rein. Ja! Nice gemacht. Und. Zu Strahl! Und Machomai wurde besiegt. Schlimmstes, nervigstes Pokémon ist besiegt.
Jetzt kommt noch Kikli. Hau ordentlich rein, deine besiegten Freunde zählen auf dich. Feuerfähiger und New ist auch down. Eben genau deswegen. Man sollte genug Beleber und Top-Genesung mitbringen. Ja, ich habe gesagt, er ist nicht der Stärkste, ja. Wäre Cross nicht so schnell besiegt worden, hätte ich schnell gewonnen. Angeberei. Oh nee. Danke fürs Angriffskraft erhöhen. Jetzt hat es standhaft sein. Okay, Hyperheiler. Auf Hydra. So. Wenn es jetzt keine Angeberei benutzt, sondern einen Trank benutzt. Ja, er benutzt einen Trank. Tja. Das ist jetzt schlecht für ihn, denn meine Kaskade macht ihn jetzt One-Hit, weil meine meine Angriffskraft auf zwei Stufen erhöht wurde, also. Von daher mache ich jetzt so richtig ordentlichen Schaden. Und Kikli ist auch Geschichte. So, damit ist der dritte der Top 4 schon besiegt. Warum? Wie konnte ich nur verlieren? Ich habe verloren und damit auch kein Recht weiter mit dir zu sprechen. Geh nun weiter in den nächsten Raum. So, geheilt und ich glaube, Bruno nimmt es ein bisschen zu ernst. Wir haben ihn ja nur besiegt und naja, egal. Weiter zur nächsten der Top 4. Es ist zum ersten Mal eine Frau. Also in der Johto-Region. Ich bin Melanie von den Top 4. Und du musst Zoro sein. Du machst einen aufgeweckten Eindruck. Ich liebe Pokémon des Typs Unlicht. Ihr schmutziger und ungesühnter Kampfstil hat es mir einfach angetan. Sind sie nicht schrecklich schön? Du wohl mit mir mithalten kannst? Gib dir ordentlich Mühe. Ich will einen unterhaltsamen Kampf sehen. Also, auf geht's. Und ja, das Problem bei Melanie, sie benutzt nicht nur Unlicht-Pokémon, sondern auch andere. Und ja, das ist das Problem bei ihr. Ein Nachthaarer macht den Anfang auf Level 42. Ich hoffe, es gibt den Nahkampf One-Hit. Ja, Gott sei Dank. Jetzt benutze ich Cramorax. Dann benutze ich Flash. Finte. Und Ladungsstoß sollte es One-Hitten. Ich hoffe es jedenfalls. Ja, One-Hit, gut. Da bin ich froh. Jetzt kommt Undämon. Da packe ich natürlich Hydra raus. Kampf der Giganten Hydra gegen Undämon. Ränkeschmied, uiuiuiui. Das ist nicht schön. Vor allem wenn es Finsteraura oder sowas kommt, da habe ich Angst. Ja, One Hit. Gut. Giflor. Das macht natürlich Blaze platt. Obwohl, ich könnte ja auch Cross benutzen. Mache ich noch nicht. Und Giflor ist auch schon besiegt. Ja, Leveln vor der Pokémon-Liga lohnt sich, dann hat man ein leichtes Spiel. Weil ansonsten sieht es nicht gut aus. Für Gengar hole ich Cross raus.
freue dich nicht zu früh. Ich habe noch jede Menge Spielraum. Ja, ich auch. Bis. Und Fokusstoß, ja. Eine Spukballattacke oder Psychokinese wäre effektiver oder Donnerblitz, aber nee, ich muss den Fokusstoß rausholen. Und dass du mich derart in die Ecke treibst, zeigt, dass du etwas Besonderes bist. Ui, danke. Und bis. Und Gengar wurde besiegt. Damit ist die letzte der Top 4 besiegt und wir können uns nun aufmachen zum Champion. Hm, du bist gut. Ob ein Pokémon stark ist oder ob ein Pokémon schwach ist, die halbe Welt meint, diese Frage einfach so beantworten zu können. Bei einem wirklich starken Trainer erkennt man daran, dass er mit reiner Willenskraft jedes Pokémon seiner Wahl zum Siegen führen kann. Du gefällst mir. Du hast etwas ganz Essentielles erstanden. Schreite nun bitte weiter. Der Champ erwartet dich. Gut, und ich sage, wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir gegen den Champion antreten. Bis dahin. Cheerio!